In der letzten Episode von Star Trek Online sahen sie... Ah nee, halt, Moment mal, das war ja aus der Episode Unimatrix Zero. Ich musste ja vorhin eine unschuldige Romulanerin assimilieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Teaser hier mein Happy Place für den Rest der Episode sein wird. Machen wir weiter in der Hauptstory. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei, wie ist es, Gedankenspiele, genau. Und in der letzten Folge haben wir ja wunderbare Experimente mit verrückten Leuten machen dürfen. War zusammen mit verrückten Leuten, unschuldigen Leuten, die eigentlich aus ihrem scheiß Alkoven raus wollten. Das ist so eine Kraftfeldkuppel. Warum spiele ich das überhaupt hier noch? Das ist gruselig as fuck. Aber na gut. Wir sind ja von diesem Sub-Commander hier gerettet worden, der auch nur ein Spion ist. Und was sollen wir jetzt eigentlich finden? Finden Sie einen Weg in das Innere des Borg-Teil? Okay, lenken Sie die Wissenschaftler ab, lenken Sie die Wachen ab. Okay. Nehmen wir erstmal hier diesen Injektor mit. Und dann sollen wir hier noch was rausnehmen. Schrittmacher, okay. Haben wir hier sonst noch was, was wir mitnehmen können? Nee. Gott, jetzt kriegen wir hier so eine richtige creepy 60er-Jahre-Mucke noch im Hintergrund. Läuft. So, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Besorgen Sie Marquis persönliches Logbücher. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal in die Arrestzelle rennen. Diese Mock im Verdachtung werden immer größer. Ah! Archiv, schickt endlich den Putz hier runter. Okay, die Frau ist abgelenkt. Die hat mit dem Borg-Implantaten genug zu tun. Ich wusste es doch, wir müssten hier die hier noch mitnehmen. Okay, mehr nicht. Scheint so. Okay, dann lasst uns mal gucken. Archiv, ich schwöre Ihnen, der Boden wird mich doch assimilieren. Jetzt schicken Sie endlich den Putzer. Okay, die haben da wirklich eigene Probleme, würde ich sagen. Wo müssen wir jetzt lang? Erstmal uns an einer unsichtbaren Wand aufhängen. Ja, why not? Müssen wir jetzt hier rein? Was haben wir hier? Also, es war die Krankenstation. Wartet mal, ich guck doch mal, ob hier wirklich noch was rumliegt. Ich könnte schwer, man brauchte vier Teile. Na, vielleicht fällt uns noch eins in der Hand. Also, hier sind wir schon mal falsch, so wie es aussieht. Hier lang und dann da lang. Ah, nee, jetzt sind wir wieder bei den Arresten. Nee, ich will nicht die Frau da schon wieder stören. Sag mal, wo müssen wir noch hin? Es kommt der Nachteil in der Map. Irgendwann verliert man die Orientierung. Müssen wir hier rein? Und dann hier geradezu? Nee, das ist der Turbolift. Okay. Hier? Die Tür ist zu. Da? Ah! Ja, da haben wir wieder. Gut, Sie sind ins Labor gelangt. Achso, halt, das ist nicht der Typ. Gut, Sie sind ins Labor gelangt. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Beschreiben Sie die Tor zum Labor 02. Scheint so, als könnten Sie die Türen recht einfach öffnen, wenn Sie das mit Ihnen verbundene Sicherheitssystem hacken können. Türen werden aber von Wachen und Wissenschaftlern in der Nähe überwacht. Sie müssen sie ablenken. Ja, ist gut. Das wissen wir doch. Das steht da. Danke, das wissen wir doch schon. Ja. Ja, da. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken.
Ja, machen wir das mal. Ah ja, das war richtig. Und jetzt das deaktivieren. Okay, das war richtig. Sieht aus, als hätten sie eine Wache abgelenkt. Sehr gut. Okay, das können wir noch nicht machen. Der ist jetzt am löschen. Tastatur hacken. Geht noch nicht. Ach, scheiße. Jetzt sehe ich gerade, was los ist. Wir haben den Feuerlöscher nicht geklaut. Sie brauchen etwas... Ah, toll. Jetzt erstmal wieder schnell zurücklaufen. Das ist der Turbolift. Langsam aber sicher, kenne ich die Map nicht. Ihn kam ich noch super zurecht. Und da haben wir auch alles eins nach dem anderen untersucht. Nochmal hier eine Granate klauen. Die Frau interessiert das nicht, dass wir jetzt hier schon zweimal in dem Raum waren. Who gives a shit? Na gut, die hat sowieso mit ihrem Borgboden zu tun, also von daher. Ah, schon wieder der blöde Turbolift. Hier jetzt, ja. So, jetzt starten wir das Feuer und es gibt keinen Feuerlöscher. Und es beobachten noch zu viele Leute. Hier hinten? Was müssen wir hier noch machen? Warte mal, wir können noch was mit dem Patienten machen. Installieren Sie den Schrittmacher. Oh ja, ihr Puls ist deutlich runtergegangen. Und ihr Blutdruck auch. Richten Sie eine Subraumverbindung zwischen dem Borg-Implantaten und dem Subraumempfänger des Labors ein. Aha, jetzt ist er auch abgelenkt. Und jetzt? Wir empfangen Subraumsignale, die von... Okay. Also sind doch eigentlich alle abgelenkt sein. Geht doch. Schreiben Sie... Oh, Leute, das weiß ich doch alles. Ich skippe das jetzt hier schnell durch. Weil wir brauchen jetzt erstmal hier diesen Zylinder. Drohne Mobilitätseinheit. Okay. Energieversorgung. Da steht das Ding. Starten Sie eine Diagnose. Borg-Walker-Diagnose. Installieren Sie die Energiequelle. Und... Okay. Das nehmen wir uns mal mit. Das klauen wir uns. Und das klauen wir uns. Drohnenteile. Da schütten wir etwas Neurozingas aus. Und hey, jetzt geht der Borgwalker los. Wählen Sie Alarm aus. Welcher Alarm? Walk, 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 walk. Lenken Sie die Wissenschaftler ab. Jemand muss den Walker aufhalten. Pff. Dann lauft doch nicht so dämlich hinterher. Ich habe keinen Zugangscode für diese Sicherheitsvernetzung. Zum Glück ist niemand hier, der sie beim Hacken beobachten kann.
Könnt ihr mal bitte die Tür wieder zumachen? Das streng. Achso. Meine Güte, wenn die Kaiserin auch nur die Hälfte erfahren würde, was sich in diesem Raum befindet, würde sie Hakif sofort einsperren lassen. Überwachungsstation, ja? Und interessant, wie die Konsolen bangen durch das Lichtupdate. Ja. Okay. Es war ein Vergnügen, aber ich muss gehen. Okay, Sie müssen sofort von diesem Schiff verschwinden. Doch den roten Alarm sind durch den roten Alarm sind alle Transporter blockiert. Der Sicherheitschef besitzt aber Zugriffscodes, die er auf seinem persönlichen Computer in seinem Büro aufbewahrt. Besorgen Sie die Codes. Wenn Sie die Codes haben, begeben Sie sich zum nächstgelegenen Transporterraum. Ich werde Tovan Kef kontaktieren, damit er Sie erwartet. Er wird die RW Incepteris, deine schicke neue Mogai-Klasse in Klammern, in Transportreichweite bereithalten. Alles klar. Ich fürchte, hier endet unsere Begegnung, Subcommander. Ich bleibe hier. Ich werde noch viel für die Republik zu tun. Ich habe noch viel für die Republik zu tun. Und ich darf nicht wieder gesehen werden, wie ich mit Ihnen spreche. Viel Glück. Okay. Kriege ich jetzt meine Kutte wieder? Hey, jemand muss den Walker aufhalten. Hallo, Walker aufhalten, ihr zwei Deppen. Okay. Jetzt gehen wir zum dritten Mal an dem Sicherheitschef vorbei, der nichts checkt. Vor allem, wir sind jetzt auf roten Alarm, ne? Was tun sie hier eigentlich die ganze Zeit? Ich habe was in meiner Arrestzelle vergessen. Ach so. Gehen Sie zum Transporterraum. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Ja, ja, war nur mein Handy. Ihr Handy? Was ist ein Handy? So, und raus hier. Verlassen wir diesen mehr als nur gruseligen Ort. Photongranate. Hallo Centurion. Warum habe ich noch meinen mega awesome Stab? Egal, jetzt ist der Centurion gerüstet und wir können an die Transporter ran. Das kriegt kein Schwein mit. Was überlasten Sie? Ah, hinterlassen Sie eine Überraschung für Hakif. GPS-Gitter der Brücke überlasten. Erinnert mich an was. Sehr schön. Ah, Auge juckt. Entschuldigt bitte. Ah, jetzt kommen wir zum besten Part. Der gruseligste Part, den haben wir hinter uns. Jetzt kommen wir zum besten Part der Mission. Nach dem Ladebildschirm selbstverständlich, der wieder 1000 Jahre zum Laden braucht. Ladetiefenraum. Captain on deck. Captain auf dem Deck. Weitermachen. Welcome back. We've been following Hakeev's ship since we picked up a subspace transmission from an informant who said you were on board. It's been more than a week since you disappeared at Hobus. We've been searching for you ever since. Eine Woche. How are you? What did they do to you? Es fühlt sich an, als hätte ich in einem andauernden Albtraum gelebt. Das werde ich Ihnen angemessen zurückzahlen. Gibt einen Buff für ausgeteilten Schaden. Was die mit mir angestellt haben, sollte niemand allein wissen. Wir müssen sie aufhalten. Gibt einen. Okay, nee, wir nehmen das erste. Schatz. Understood. We're keeping the Romulan Republic apprised of our situation, and they're willing to send in reinforcements on your orders. We're ready to get underway on your command, sir. Dann wollen wir uns mal Hakif schnappen. Interessant, wir sind hier in irgendeinem Raum. Was ist das, ein Asteroid hier über uns? Was
Ist das ein zerbrochener riesiger Planet, WTF? Our reinforcements from the Romulan Republic have arrived. Ah. Was, wir kriegen noch Delan? Und ein paar Tillis? Oh Gott, ja, egal. Wir haben das stärkste Schiff der Flotte, Punkt. Aber hier sind überall Borg drüber. Oh. Ja, weiß ich nur Borg drüber. Nein, eigentlich finde ich das System voll interessant. Was war hier? This is Colonel Hakeev of the IRW Canile. Stand down or be destroyed. You? How did you escape? Irrelevant. You've been a thorn in my side for too long. It's time to remove it. Oh, okay. Sie werden für das, was Sie mir angetan haben, bezahlen, Hakeev. Were you this aggressive before our time together? That should have invalidated your candidacy for indoctrination. No matter. I'll just deal with this mistake by destroying you. I'll be more diligent in selecting candidates in the future. Ich werde Ihre Terrorschaft ein Ende setzen. Bam, 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 bam. Entschuldigung. So, holen wir uns die allererste kleineren Schiffchen. Auch wenn das nicht wirklich interessant ist, weil immerhin... Komm, wir gehen einfach gleich auf das Schiff. Wie wir sehen, ist sein Schiff vollständig assimiliert. Er hat jetzt so ein Narada-Typ ähnliches Schiff. Und wir kriegen auch für uns auf die Fresse. Aber dafür, dass er so einen Borg-Hybriden hat, hat er aber nicht viel zu melden. Melden. Tschüss! Wenn dieses gerade hier noch, dass es eine Explosion im EPS-Gitter gab. Ah, wer war das wohl? Also, Hakeev, das war alles. Hakeev's ship is gone. We did detect an Iconian signal before the Canile was destroyed. It was probably Hakeev making his escape through a gateway. Even if he survived, he'll think twice before challenging us again. We're ready to set a new course on your orders. Ja, dann verlassen wir das System, würde ich sagen. Nein, sollten wir jetzt zum Commander befördert werden. Nein, werden wir nicht. Also bin ich aber gerade überlegen, wird man hier eigentlich sonst? Na egal. Wir haben's erledigt. Wir haben's erledigt. Und ich muss noch mal gehen, entschuldigt bitte. Diese Daten sind absolut fantastisch. Ich hoffe, sie mussten nicht allzu böses unternehmen, um sie an sie zu gelangen. Oh, wir mussten nur eine Kolonie verstrahlen und naja, die Strafe haben wir ja bekommen. Ach ja, im Übrigen, wir mussten einen Patienten beim lebendigen Leibe aufschneiden. War nichts Schlimmes. Nee. Sie haben der Republik einen großartigen Dienst erwiesen und dem Taijia einen schweren Schlag verpasst. Vielen Dank, Sub-Commander. Es sind Leute wie Sie, die uns schließlich aus der Unterdrückung und der Angst befreien werden. Uns. Okay, und jetzt nehmen wir hier einfach das Automatikgewehr. Und das war's, Ladies and Gentlemen. Das war's. Wir sind jetzt Level 23. Und, nein, wir machen... Ja, das ist die Sache. Wir haben jetzt im Schatten eigentlich geschafft. Wir könnten jetzt weitermachen mit Krieg von gestern, beziehungsweise mit temporaler Botschafter. Aber ich glaube, wir überspringen das, weil das gehört nicht wirklich zur romulanischen Story und ich will nicht schon wieder temporaler Botschafter machen müssen. Ja, wir müssten jetzt hier mit... Denn jetzt reden, jatta. Das kann ich nicht überspringen, aber das kann ich offscreen machen. Das ist nicht so schlimm. Ja, weil ich würde sagen, wir machen hier Schluss an der Stelle. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit... Fuck this shit, I'm out. Ödland. No, ich muss das nächste Mal Ödland machen. Ne, da mache ich nicht mit. Tschüss. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.